Fragenhagel mit Marc Speicher von der CDU Saarlouis. Karlsberg oder Bitburger? Karlsberg, Bäcker und irgendwann ganz sicher wieder Donnerbier made in Saarlouis. FCS oder SVE? Ein Verein aus dem Saarland in der ersten Bundesliga und irgendwann auch ein Verein aus Saarlouis. An Ihrem ersten Tag nach der Wahl, was tun Sie als erstes? Spazieren gehen mit Sohn Anton, Frau Laura und dann gehen wir einen trinken in die Altstadt. Ja oder nein zur Cannabis-Legalisierung? Nein. Früher eher Streber oder Klassenclown? In der Mitte vielleicht. Fleischkäse weg oder Kumpakischitscher? Fleischkäse und Kumpakischitscher beides zusammen, bitte. Ja. Ich liebe Saarlouis, weil? Es die schönste Stadt in der Großregion ist. Zusammenarbeit mit der AfD, ja oder nein? Klares Nein. Gendern, ja oder nein? Klares Nein. Leben in der Stadt oder auf dem Land? In Saarlouis. Auf dem Weg zur Arbeit mit Bahn, Bus, Fahrrad oder Auto? Ab 1. Oktober gerne auch mal mit dem Fahrrad von Roden ins Rathaus. Was sprechen Sie zu Hause? Saarländisches Platt oder Hochdeutsch? Moselfränkisch, Saarlouier Platt und ab und zu auch Hochdeutsch. Das größte Problem in Saarlouis ist? Dass wir unter unseren Möglichkeiten spielen, Saarlouis kann mehr. Was ist wichtiger in der Politik? Gute Antworten oder gute Fragen? Vor allem Ehrlichkeit.